Ja, guten Morgen. Du siehst schon, um was es heute geht. Nämlich um die Mimik. Guten Morgen, ihr Lieben, hier ist wieder der Michael. Heute mit dem Selbstsicher Morning zum Thema Mimik. Und Mimik ist ein unheimlich spannendes Feld, vor allem ein sehr, sehr weites Feld, weil Mimik ist durchaus sehr, sehr gut erforscht. Und zwar speziell von einem Mann namens Paul Ekman. Und Paul Ekman hat bereits in den 50er Jahren damit begonnen, das zu erforschen. Zum Beispiel, woran man Lügen erkennt. Und übrigens gleich vorneweg, es gibt keine eindeutigen Signale. Auch er als absoluter Top-Profi sagt, er kann höchstens 90% aller Lügen erkennen. Also 10% ist eine ganze Menge, die er nicht erkennt. Und auch andere können die nicht erkennen. Aber das nur am Rande. Wer vielleicht die Serie Lightman gesehen hat, nein, wie hieß sie? Lie to Me. Da gab es den Psychologen Lightman. Und das war schon eine Anspielung auf Eggman. Da ging es nämlich genau darum. Und zwar hat Paul Ekman unter anderem, ich schmeiß mal ein paar Zahlen in den Ring, er hat festgestellt, dass weltweit, er hat die gesammelt mit seinem Team, es ungefähr 10.000 verschiedene Gesichtsausdrücke gibt. Ja, nur Gesichtsausdrücke, nur Mimik. Ja? Da ist noch nichts dabei, was die Körperhaltung, was die Gestik etc. betrifft. Jeder einzelne von uns kann ungefähr 3.000 bis 4.000, wobei ihr kennt es auch, viele Menschen haben so gut wie keine Mimik. Da passiert nichts im Gesicht. Über die Hintergründe brauchen wir jetzt nicht reden, da gibt es mehrere, aber das ist auch ziemlich spannend. Und Paul Ekman hat noch was festgestellt: Es gibt nur 7 weltweit absolut identische und zwar auch gleichzeitig unvermeidliche sogenannte Micro-Expressions. Dazu aber gleich mehr. Was gehört denn alles zur Mimik? Und Mimik ist tatsächlich etwas, ja, bei 10.000 kann man sich vorstellen, was da schon alles passiert. Wir haben je nach Quelle 43, 48 verschiedene Muskeln im Gesicht. Manche sogar sagen noch mehr. Das heißt, ob das jetzt die Lippen sind, ob das hier die Wangen sind, ob das die Stirn ist, wo wir die Stirn runzeln können oder zusammenziehen oder was auch immer, ob das die Augenbrauen sind, die wir hochziehen können, die Krähenfüße, also beim Lachen gehen die Wangen hier nach oben und so weiter. Es gibt da eine ganze Menge und dementsprechend viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es dabei natürlich. Aber das ist noch nicht alles. Also natürlich können wir dadurch über die Mimik ausdrücken, ob es uns gut geht. Wir können lächeln. Lächeln ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Mimik. Und da erkennen wir ja auch sofort, ob jemand künstlich lächelt. Also nur so hochgezogene Wangen, das ist jetzt ein künstliches Lächeln. Oder ob jemand ernsthaft lächelt und dabei sich natürlich auch die Augen verändern. Auch das kann man natürlich faken, aber das ist eben eine andere Geschichte im Gesicht, die da passiert. Und also ich kann über meine Mimik eine ganze Menge ausdrücken. Ich kann auch mit der Mimik diverse Dinge vorgeben, die nicht so sind. Also ich kann zum Beispiel Überraschung vorgeben, obwohl ich jetzt gerade nicht überrascht bin. Ja, oder ähnliche Geschichten. Wobei man es erkennen kann, wenn man es genau untersucht, weil es vielleicht ein bisschen zu spät kommt oder irgendwie sowas. Aber diese Details interessieren uns jetzt nicht. Wichtig ist nur zu wissen, es gibt eine ganze Menge, das man steuern oder eben auch bewusst vermeiden kann, was wir beim Lügen gerne tun. Wir versuchen zu vermeiden, dass wir irgendwie überrascht wirken oder sonst irgendwas. Aber, und das ist das, worum es mir heute geht, es gibt auch eine ganze Menge Dinge im Gesicht, die wir nicht bewusst steuern können und die wir auch nicht bewusst vermeiden können. So zum Beispiel Dinge, die mit der Haut passieren, denn auch das gehört zur Mimik, dass wir zum Beispiel rot werden. Ja, du weißt, heute startet die Nie mehr rot werden Challenge und da ist das natürlich gerade ein großes Thema. Also bei rot werden passiert ganz einfach Folgendes: Aufgrund von bestimmten Abläufen, die ich in der Challenge genau erkläre, weiten sich die Äderchen in der Haut des Gesichts und des Halses und durch dieses Weiten schimmert mehr Rot des Bluts nach außen durch die Haut. Deswegen ist es auch bei Frauen deutlicher zu sehen. Was Ähnliches passiert beim Blasswerden, nämlich da ziehen sich die Äderchen zusammen und beides kannst du bewusst nicht steuern. Selbstverständlich nicht. Genauso wenig kannst du steuern, ob sich deine Pupillen weiten oder zusammenziehen bei gleichbleibendem Licht.
Also natürlich kannst du, wenn du dir eine Taschenlampe ins Gesicht hältst, dann kannst du dafür sorgen, dass sich deine Pupillen zusammenziehen. Aber du kannst es nicht steuern bei gleichbleibendem Licht. Das ist nichts, was du bewusst steuern kannst. Es ist idiomotorisch, wie das so schön heißt, idiomotorisch. Dann gibt es zum Beispiel auch den Effekt, ähnlich wie bei der Haut, dass Lippen dicker oder dünner werden. Also wenn jemand da sitzt, den Mund geschlossen hält, sich eigentlich nicht bewegt, können tatsächlich die Lippen dicker oder dünner werden. Ist minimal, aber es passiert. Dann ähnlich wie auf der gesamten Haut können auch so die feinen Härchen hier auf den Wangen, so man die hat und nicht wegrasiert hat oder weggepeelt hat oder sonst irgendwas, können sich auch aufstellen, was im Gesicht aber selten deutlich genug zu sehen ist. Trotzdem, es passiert, wenn man da eben welche hat. Und so gibt es eben noch mehr so ganz kleine Sachen im Gesicht, die wir nicht vermeiden können. Und es gibt eben die schon erwähnten Micro-Expressions. Micro-Expressions, eben von Paul Ekman so definiert, sind ganz klitzeklitzekleine Bewegungen, die wir auch nicht steuern können, die wir auch nicht verhindern können. Und davon sind eben sieben weltweit gleich, weltweit absolut identisch und auch immer zu sehen, zum Beispiel bei Überraschung. Gehen Mund und Augen auf. Jetzt habe ich es gerade relativ deutlich gemacht. Kinder machen das oft noch deutlicher. Und die bleiben auch mal eine Weile stehen. Ja, aber das passiert auch mal im ganz Kleinen. Und zwar wirklich in so einem Bruchteil einer Sekunde gehen ganz kurz die Augen ein Stück auf oder ganz kurz der Mund ein Stück auf. Was man mit bloßem Auge schon fast nicht mehr erkennen kann, außer man konzentriert sich sehr drauf. Also man ist geschult quasi. Das kann man aber dann in Videoaufnahmen und in Zeitlupe und in Vergrößerung gut nachweisen, beispielsweise, ja. Das gleiche gilt jetzt für Ekel, wo eine Lippe leicht nach oben geht, die linke oder die rechte. Siehe Elvis Presley, der hat ja so einen leicht schiefen Mund. Also dieses Ekel, da zieht man so ein bisschen. Ich kann es mehr nach unten ziehen. Tatsächlich zieht es sich eher nach oben, wenn dann die Micro-Expression kommt. Und so gibt es noch mehr. Lächeln ist natürlich auch eine Micro-Expression, also Freude. Spannend ist übrigens, es gibt eine positive, nämlich Freude. Eine neutrale Überraschung kann positiv oder negativ sein. Und der Rest sind so Dinge wie Missachtung, Ekel, Ärger und so weiter. Also fünf negative. Auch ganz spannend. Das sagt vielleicht eine ganze Menge über uns aus. So, und deswegen ist Mimik so wichtig, weil wir eben über Mimik sehr, sehr viel ausdrücken können über unsere Worte. Besonders wichtig wird sie natürlich, und ich habe mich heute wieder relativ nah dran gesetzt, weil ich ja jetzt nur das Gesicht, ihr seht höchstens noch meine Schultern, und wenn ich die Hand hoch genug nehme, kommt vielleicht mal ein bisschen Gestik ins Bild. Die meiste Gestik mache ich unten auf meinem Schoß, versuche eben möglichst wenig zu machen, weil es blöd ausschaut, wenn ich da unten Gestik mache und meine Schultern wackeln. Aber ich bin jemand, ich mache viel Gestik und ich mache viel Mimik und dann ist es schwierig, die auch zu unterdrücken. Und ja, je näher ich dran bin, also wenn man gerade nur das Gesicht sieht, dann wird Mimik natürlich noch wichtiger, weil die Gestik nicht mehr wahrzunehmen ist. Und wir drücken über die Mimik ganz viel aus. Aber es gibt eben auch viele Dinge, die kannst du nicht bewusst steuern und die sind immer da. Und da gehört zum Beispiel eben blass werden und rot werden dazu. Falls du noch nicht dabei bist, komm deswegen in die Nie mehr rot werden Challenge. Das hat übrigens jeder, nicht nur, wenn wir unsicher sind oder bei peinlichen Situationen auftreten. Manchmal merken wir es nämlich auch nicht. Und manchmal glauben wir es zu merken und es ist gar nicht so. Ganz, ganz spannendes Thema. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich habe heute, glaube ich, ein bisschen länger gemacht. Oh ja. Trotzdem alles Liebe, alles Gute und wir hören uns wieder morgen am Donnerstag um 7:30 Uhr. Bis dahin.